Also ich muss sagen, dass der Voltasee eins der beeindruckendsten Dinge ist, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Das ist ein künstlich angelegter Binnensee. Der muss irgendwas in den 60er Jahren hier angelegt worden sein. Was so abgefahren ist, man sieht aus dem See teilweise die Bäume, die da früher standen, noch rausgucken. Und das gibt dem Ganzen so einen ganz eigenen Charakter. Wir sind auf eine kleine Insel gekommen, die war wirklich nicht groß. Man hätte da locker in 20 Minuten, eine halbe Stunde einmal im Kreis laufen können. Und da war ein ganz, ganz klitzekleines Dorf mit vielleicht 20 Häusern drauf, ohne Strom, ohne Fließendwasser, ohne alles. Und es waren Fischer und die lebten davon, dass sie Fisch gefangen haben und den da geräuchert. Und das war so mit Holzkohle und dann war eine kleine Schule. ABC has 26 letters and ABD has 24 letters. Also ich fühlte mich da extrem wohl. Die Dorfbewohner waren unglaublich herzlich, haben uns gleich eingeladen, zugerufen. Wir sind da durchs Dorf getapert, haben mit den Leuten gesprochen, haben Fisch natürlich gekauft und der war so lecker, frisch geräucherter Fisch. Das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Wir werden ja andere Regeln, andere Maßstäbe aufgezwungen und das ist eigentlich genau das, was ich einmal im Jahr möchte. Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt hier ein Bildband mache oder Geschichten erzähle. Das macht Spaß und ich veröffentliche das auch, weil ich das anderen Leuten einfach oder andere Leute teilhaben lassen möchte. Aber am Ende ist es immer einmal im Jahr diese Erdung. Also nicht hochmütig zu werden, nicht sich auf dem auszuruhen, was man hat und nicht permanent sich selbst zu kopieren und sich selbst zu wiederholen, sondern zu sehen, dass es Paralleluniversen gibt, in denen es ganz andere Maßstäbe und Regeln gibt. Also es ist ein mentaler Aspekt. Der mentale Aspekt steht bei mir echt im Vordergrund. Ich habe mir alles andere, ich will die Bilder machen, das ist auch so ein bisschen Training für mich. Jeden Tag raus, jeden Tag fotografieren, jeden Tag neue Eindrücke und so. Ich möchte das auch, weil es gibt keinen Tag, an dem ich nicht fotografiere. Ich hatte so das Gefühl, nach den ersten anderthalb Wochen, für mich war ja Bergfest gestern quasi, nach den ersten anderthalb Wochen, wo ich wirklich ein paar Mal darüber nachgedacht habe, einfach zurückzufliegen, weil es mir echt nicht gut ging teilweise. War das gestern so eine Art Reinwaschen, also so wirklich dieses ganze, diese ersten anderthalb Wochen abwaschen unter diesem Wasserfall stehen. Großteil meiner Fotos hier in Ghana sind eigentlich so entstanden, dass ich erstmal die Kamera drin gelassen habe und mich erstmal in die Situation eingefühlt habe und dann erst nach einem kleinen Vorgespräch ein Foto gemacht habe. Das war in Indien und Vietnam
überhaupt nicht nötig. Da reicht es eigentlich, wenn man durch die Straße läuft, die Kamera in der Hand hat und kurz mit dem Kopf nickt, die Kamera zeigt und dann zeigen die einem das eigentlich schon sehr deutlich, ob sie gerade fotografiert werden wollen oder nicht. Oftmals mache ich aber auch, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, in so einem Markt, da ist es dann, teilweise macht man dann wirklich den Moment kaputt, wenn man permanent fragt. Und dann habe ich die Kamera oft auch wirklich einfach nur so um die Seite hängen und fotografiere hier einfach so, gucke sie gar nicht an und fotografiere hier wirklich immer nur so aus der Seite und mit dem 28er, das passt dann meistens. Trick, um Leute schnell für sich zu gewinnen, ist wirklich gnadenlose Offenheit. Gnadenlos reingehen, gnadenlos freundlich sein, gnadenlos Lächeln schenken, gnadenlos kommunizieren mit denen. Also wirklich alles tun, dass die sich sofort wohlfühlen. Und das fällt mir nach vielen, vielen Jahren der Übung überhaupt nicht mehr schwer. Was ist auf dem Mount Afadjatoch passiert? Ich habe mir mal wieder zu viel zugemutet. Steffen, du schaffst es! Ich habe das im letzten Jahr, als ich in Vietnam war, in Cat Ba auf diesem Berg, habe ich beschlossen, nie wieder auf irgendeinen scheiß Berg zu gehen. Aber das hattest du nicht gelesen, glaube ich, dass ich da nicht mehr, auch auf keinen Berg mehr drauf wollte. Ne? Jedenfalls hat mich keiner zurückgehalten und ich bin diese 882 Meter klingt nicht viel, aber bei 32 Grad und einer gefühlten Steigung von, weiß ich nicht, 70% oder sowas, klettern. Und wenn du dann bei 32 Grad anfängst zu frieren, dann weißt du, dass so einige Dinge irgendwie gerade falsch laufen. Steffen, deine Bitte war, dass wir direkt danach ein Gespräch führen. Oh, Tuba! Gut! Du hast so viele Flieger am Kopf, ich hab nicht so viele. Mir scheißegal. Du, dein Bauch schwitzt gar nicht. Was machst du? Mir scheißegal. Für die letzten 14 Minuten kein Bock mehr. Scheißegal, was ich hier oben sehe. Und komischerweise treffen wir zwei junge Damen aus dem Schwäbischen, die auch noch Krankenschwestern oder Ärzte im Dienst oder irgend sowas sind hier. Also jedenfalls machen sie hier ein medizinisches, praktisches Semester in Ghana. Und die Diagnose stand relativ schnell fest, präkollabierend. Ohne das Traubenzucker und das Wasser von den beiden, was sie mir dann unglaublich, mit einer unglaublichen Selbstlosigkeit überlassen haben, wäre der Abstieg für mich doch schwieriger geworden, als er dann geworden ist. Also ich war innerhalb von 10 Minuten wieder gut drauf und habe wieder gepfiffen und ein Liedlein gesungen und so. Aber ich werde nie wieder auf Berge steigen. Thank you.
würde eigentlich jedem, der erstmal nach Ghana fährt, ein paar Tage Adofoa empfehlen, bevor es weitergeht, um erstmal sich ans Klima zu gewöhnen, um erstmal so ganz langsam reinzukommen und nicht gleich diesen kompletten Bruch zu haben, den man vielleicht oben in Kpandu hat. Also ein paar Tage Adofoa reinkommen, ein bisschen baden gehen, dann nach oben, Augenbrauen hochziehen, wandern gehen und so, alles schön. Und ich würde eher zum Schluss hier in diese Ecke nochmal kommen, wo wir jetzt sind. Hier ist es wunderschön, chillig, ruhig, Wahnsinn, total Wahnsinn. Mit Sofe stand in meinem Reiseführer, ist einer der faszinierendsten Orte, wunderschön gelegen, die schönste Gegend oder der schönstgelegenste Ort Ghanas. Und wir stiegen in Ahmed Sofe aus und waren sofort alle der Meinung, dass Ahmed Sofe sicherlich schön ist, aber wir auch ganz gern einfach weiterfahren würden. Aber jemand auf der Straße meinte dann, wir sollten unbedingt mit zum Dorfältesten, der uns nochmal die Vorzüge Ahmed Sofes erklärt. Und er erklärte uns leicht betrunken um 10 Uhr morgens in Ahmed Sofe, dass Ahmed Sofe nicht so schön ist, wie wir gehofft hatten und es gar nicht so schlimm wäre, wenn wir weiterfahren sollten. Er hatte uns noch einen Tipp gegeben, den wir da sehen sollten, und zwar wäre das ein Löwenkäfig gewesen. Und zwar ein echter Löwenkäfig. Allerdings wäre da kein Löwe mehr drin. Aber es wäre der Käfig vom Löwen von Ahmed Sofe. Und sollte man sich anschauen, bevor man Ahmed Sofe wieder verlässt. Wir hatten nicht die große Lust, uns den Käfig vom Löwen in Ahmed Sofe anzugucken. Und leider haben wir keine Bilder von diesem faszinierenden Gespräch mit diesem Dorfältesten. Ich mag sowas total gern, auch wenn es sich jetzt nicht so anhört. Man ist plötzlich in einer Situation, die auf der einen Seite total belustigend ist, auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch so ein bisschen traurig, weil der sitzt da 10 Uhr, ist betrunken. Aber vielleicht trinkt er aus Spaß. Er muss ja nicht immer Kummer sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sah er nicht so aus, als wäre er unglücklich. Käfig des Löwen heißt die Geschichte.
Die sitzen da in Keta, diesen einen Abend, essen was und vom Nachbartisch ist mal ein zweiter Gast. Ja, eine Holländerin saß da am Tisch und rief zu uns rüber und wir sollten unbedingt kommen und ob wir schon in Prem Prem gewesen wären. Und wir sind nach Prem Prem gefahren, das ist von Adofoa eine Stunde gewesen und ich muss sagen, dass das mit Abstand der geilste Nachmittag war, den ich hier in Ghana verbracht habe. Prem Prem ist eine kleine Hafenstadt, wo sich alles auf diesen Bootshafen konzentriert und ein unglaubliches Gewusel, eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Energie ging davon statten. Es waren unglaublich viele Boote draußen auf dem Meer und die Jugendlichen, aber auch die Älteren holten die Boote mit einer unfassbaren Leidenschaft rein. Ich war am Anfang, muss ich sagen, ein paar Mal drauf und dran nach Hause zu fliegen. Und jetzt am Ende muss ich sagen, wow, was für ein traumhaftes Land. Dieses Land, das bietet eigentlich alles, um so ein 2-3 Wochen extrem interessant zu gestalten. Man hat von so ein paar Situationen, in denen man sich sicherlich unwohl fühlt, aber die einem die Grenzen aufzeigen, die einem aber wiederum auch spüren lassen, dass man eben in einem anderen Land sind. Man hat aber auch Tage, Momente wie jetzt hier in an diesem Voltasee, wo die unglaublich chillig sind und unglaublich schön und wo man eigentlich nicht das Gefühl hat, jetzt in einem wilden afrikanischen Land zu sein oder in einer ferneuropäischen Ruhe. Also ich mag die Gegensätze, die man hier so findet. Und ich mag die zum einen natürlich die Aggressivität so ein bisschen, weil sie einen spüren lässt, dass man woanders ist. Und ich mag diese unglaubliche Freundlichkeit und Herzlichkeit, mit der man hier aufgenommen wird. Und ich hoffe, ich kann einfach ein Stück von dieser Leichtigkeit mitnehmen, ein Stück weit von dieser Zeitlosigkeit, die hier herrscht. Weil die Leute lassen mich hier definitiv einfach vom Verlauf der Sonne, man merkt es ganz deutlich, also sobald die Sonne morgens aufgeht um 5, ist da ein reges Treiben und sobald die Sonne untergegangen ist, ist dann auch alles vorbei. Also man schafft morgens, wenn die Sonne noch nicht ganz im Zenit steht und noch nicht richtig heiß ist und dann, wenn sie ein bisschen tiefer runtergekommen ist, dann vielleicht sollte ich das auch mal machen, einfach zu Hause mich von der Sonne leiten lassen.